das schlechteste Magic Set in New Age History. So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe noch ein Collector Display für euch und zwar Blutroter Bund. Hier begann das schlimme Booster Debakel. Weil hier begannen die neuen Booster. Davor in dem Midnight Hunt gab es noch die alten Booster. Ab Blutroter Bund gibt es diese wirklich, wirklich fiesen Booster. Und Blutroter Bund zählt für ganz, ganz viele Magic-Fans als das schlechteste Set aller Zeiten. Ich sag, es ist nur in Modern History. Und es ist einfach nur runtergewirtschaftet. Wir haben kaum teure Karten hier drin. Aber eine Menge coolen Stuff. Und die gucken wir uns mal an. Wie immer bei Collector Displays ist dieses Collector Display mir zur Verfügung gestellt worden vom lieben LipLab1. Unten in der Videobeschreibung werdet ihr seinen CardMarket-Account und sein Instagram sehen. Könnt bei ihm mal gerne reinschauen, könnt bei ihm mal kaufen, er wird sich freuen. Manche Karten, die ihr hier geöffnet seht, landen bestimmt, ich sag bestimmt, auch bei ihm im Cardshop. Dementsprechend könnt ihr da vielleicht auch Karten sehen, die ihr hier cool fandet und sie dann dort kaufen. Guckt da auf jeden Fall rein, lasst ihm auf jeden Fall da auch ein Like auf Instagram mal da oder so ein Follow. Ist ein cooler Dude. Er unterstützt mich gerade sehr, sehr, sehr stark. Gerade nach der Aktion, es ist jetzt zwar schon ein paar Wochen und Monate her für euch, für mich ist es noch nicht mal 2 Wochen her, dass mir in Köln tatsächlich der Kofferraum aufgemacht wurde und ich dementsprechend keinerlei Content mehr hatte und das hier mir gerade einfach den Arsch rettet, dass ich euch Content geben kann. Deswegen nochmal vielen, vielen, vielen Dank an dich. Was mir auch den Arsch rettet, ist Patreon. Patreon könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr es euch denn finanziell leisten könnt, mich zu unterstützen. Schaut da bitte mal rein und überlegt euch, vielleicht wollt ihr mich unterstützen. Ich habe verschiedene Tiers, wo ihr verschiedene Sachen machen könnt. Ich danke allen meinen Patreon immer wieder sehr, sehr gerne von Herzen, dass sie mich unterstützen. Wegen euch ist sowas überhaupt möglich, dass ich das hier mache, weil ansonsten kann ich es eigentlich nicht mehr wirklich. Dafür ist alles im Leben mittlerweile zu sick und schnell und teuer geworden, als dass ich das hier eigentlich machen könnte. Dementsprechend vielen, vielen Dank an alle meine Patrons. Für die Leute, die sich das nicht leisten können, kein Druck. Seid nicht böse, seid nicht traurig oder ähnliches. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Das hilft tatsächlich ähnlich. Im Rahmen halt. Wir haben 2 Boxtopper. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir mit diesem Boxtopper. Die Boxtopper in Blutroter Bund sind alle nicht so geil. Sag ich ja. Durchsuchendes Schloss des Grafen. Irgendeine Angaben. Als Boxtopper. Dankeschön. Genau. Hier, ihr kennt das, ich habe in den letzten Wochen öfter mal Collector Displays aufmachen können und dürfen. Wenn ihr die Videos noch nicht geschaut habt, könnt ihr die gerne mal nachholen. Ich habe sie links neben diesen. Commander Legends, Dungeons & Dragons, Baldur's Gate, Infinity, Kamigawa, Kaltheim und jetzt eben Blutroter Bund. Dementsprechend nochmal vielen, vielen Dank. Und das hier sind wirklich diese absoluten Arschloch-Booster. Die sind wirklich kacke zum Öffnen. Und hier begann es mit dem Abstieg. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was wir suchen. Ich weiß gar nicht, was wir haben wollen. Ja, okay. Zerstörtes Heiligtum ist ganz nett, aber auch nicht der große. Stimme der Gesegneten. Es ist tatsächlich eine gute Karte. Die ist auch, glaube ich, ein bisschen teurer. Aber ich weiß nicht. Dracula. Ich kann nicht mal einschätzen, ob die Karte gut oder teuer ist. Minahaker. Oh mein Gott. Erstmal, Grüne gehen raus an Minakicks. Zweitens, das ist eine Talia. Talia, Guardian of Traven. Beste Karte überhaupt, absolute Wahnsinnskarte, 2 Mana, 2-1, Erstschlag, Non-Creature Spells kosten 1 Mana mehr. Wer es noch nicht kennt, ist meine absolute Lieblingskarte. Also nicht die Minahaka, sondern die Talia, die drunter liegt. Minahaka ist halt ein Boxtopper. Das heißt, ihr könnt auch das hier als Boxtopper haben, wo ihr auch das drin haben könnt. In voll. Was nichts Besonderes mehr ist. Ihr versteht das Problem von Blutroter Bund. Unter anderem. Wenn es das Einzige wäre, wäre ich glücklich. Totenscharret Skorpion ist auch ein cooler Reprint. Die Sümpfe und so weiter sind ganz cool. Prächtigere ist ganz gut tatsächlich. Die prächtigere Naturalisierung. Ist tatsächlich auch ein Reprint aus einem anderen.
plötzliche Rettung, ist ein Hüllen drauf. 4 Mana 4-4, einen roten Illusionsspielstein. Ui, der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Er macht halt Dudes. Dann haben wir hier einen Notizen des Ermittlers. Auch hier Boxtopper. Und ein Geralf in Gedöns. Es ist halt, das Set zeichnet halt nichts aus. Es ist halt, es soll halt eine Hochzeit darstellen zwischen Olivia und Edgar. Ich glaube, es ist Edgar. Ist es Edgar? Oder ist es der Planeswalker, dessen Namen mir gerade nicht einfällt? Ihr könnt es mir in die Kommentare bestimmt schreiben. Aber am Ende des Tages ist da halt nicht so viel drin. Stahlpanzergeist, Kämpfer, Widerstandstrupp. Skada, die Ebene ist richtig hübsch. Giftpilzlichtung? Oh, das Ding ist ja deutsch. Ich bin wirklich betriebsblind. Donner, Nachtmeer, sehr coole Karte. Ich bin wirklich, wirklich betriebsblind. Ich habe bis gerade nicht gemerkt, dass das Ding deutsch ist. Und es ist mega, dass es deutsch ist, denn es ist Chandra tot schick. Aber ich habe es echt gerade. Auch das ist ein Boxtopper. Was bist du? Schutz vor Vampiren. Das hat mir gar nichts. Lustiges Artwork, aber wow. Wow. Lady. Lady. Weird. Das ist deutsch. Das verwirrt mich. Gucken wir uns den Namen dann mal an. Das ist der Hirnsauger-Ghoul. Miliz-Zusammentrommlerin. Stachelbesetzte Kettensäge. Das ist so weird. Oh, der Koloss, der ist, glaube ich, sowas wert. Dann ein Plünderer. Fluch der Gaff-Freundschaft. Stimmt, hier waren Curses wieder drin. Okay, ist halt auch ein Boxtopper. Ankamen Foil und ein Schreckensdämon. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Weil, wie gesagt, Blutruderbund ist ein spannendes Set. Ich wiederhole mich und ich habe zu sehr, sehr vielen der Karten halt auch nicht so viel zu sagen. Ich fühle mich fast wie bei Affinity. Weil Affinity ist halt auch so ein Set, wo man halt haufenweise Quatschkarten hat. Mulchen. Mulchen ist übrigens eine gute Karte, die spielt man im Legacy. Nennt sich 8 Mulch. Ist aber auch ein Reprint. Und es fühlt sich halt an wie ein Unset, weil es sind halt super viele wirklich schlechte Karten. Hochzeitsankündigung ist eine gute Karte tatsächlich. Das ist wird auch gespielt, der Vollstrecker. Flötenspielerin. Dann haben wir wieder einen Boxtopper. Odritsch, der Blutverfluchte. Die laut vieler Meinung schlechteste Karte aller Zeiten. Dann haben wir eine streitige Besucherin und Alchemisten Gambit. Ich glaube, ist auch nicht so die beste Karte. Der Odritsch war immer eine coole Karte in Innistrad, bis sie ihn hier zum Vampir gemacht haben. Seitdem war er dann nicht so geil. Weil, für Bluttoken kriegt man kriegt Bluttoken in Höhe der Zeug und Bluttoken sind halt nicht so geil. Lanterne des Verlorenen, Ebene, die wirklich hübsch ist, Einzelgänger, Nachahmer, Grabplünderer, 233, Ausschlachten, zerstören, Planeswalker, dann Wahl. Okay, der ist gut. Der ist gut. Dann haben wir nochmal die Lucy, Toxrill, der Zersetzer. Was? 7-Mana-7-7, zumindest Endsegment, eine Schleimmarke drauf. Wow. Wow, höre ich auf zu lesen. Energiegeladene Ausgeburt, Zombie-Schrecken, fliegend aufblitzen, ausschlachten. Es ist, wie gesagt, ein ganz, ganz weirdes Set. Und dann haben sie auch noch das Double Feature rausgebracht. Double Feature war ja auch so ein richtig weirder Haufen, wo halt wirklich nur seltsam bei war. Und wir haben noch einen Dracula Falkengraf Vorfahren. Wie gesagt, ich kann euch die Preise nicht einschätzen. Dafür bin ich zu weit weg. Wenn ihr Financing oder sowas sehen wollt, müsst ihr bei anderen Leuten schauen. Ich bin nicht so der Financing-Guy. Ich gucke mir lieber die Karten an, gucke mir die Artworks an. Wenn ich eine Karte erkenne, dass die irgendwo gespielt wird, dann erzähle ich euch davon und sage euch, wie cool die Karte ist. Und ansonsten könnt ihr davon ausgehen, dass es einfach Bulk ist, der einfach nicht gespielt wird. Erbstück.
Wald. Pfad der Gefahr. Priesterin des gesegneten Grabs. Das einzige Gericht mit X11, wo X die Anzahl der Länder ist, die du mehr kontrollierst als Gegner. Hm, nicht schlecht. Friedhofstreuner, der war tatsächlich mal was wert. Mit 3 Mana, 3, 4 Wachsamkeit. Wer ins Spiel kommt oder angreift, schickt mir eine Karte aus dem Friedhof ins Exil. Dann haben wir noch so ein Helsing-Ding, nochmal so ein Geralf, den hatten wir gerade eben schon. Und noch so ein Friedhofstreuner mit 2 Stück davon. Wenn die wieder was wert waren oder was damals noch wert waren, dann haben wir hier 2 Stück von. So, weiter geht's. Wir haben noch 5 Booster vor uns. Ich weiß, fühlt sich nicht so an. Ist bei dem Set halt wirklich so. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was wir drin hatten. Ich glaube, wir hatten eine Chandra Totschick drin. Ansonsten kann ich mich an fast nichts mehr erinnern. Und uff. Das sind Produktionsfehler, die ich lustig finde. Entschuldigung an die Leute mit Kopfhörern. Aber ist das eklig. Da war eine Fliege drin. Dann haben wir Runo, ein Erzdämon. Nur mit Einladung, ist eine sehr coole Karte. Dann haben wir die Vampire. Edgar, bezaubernder Bräutigam. Ja, sie heidet Edgar. Und das ist Edgar Markovs Sarg. Und, oh, da ist der Schrecken drin. Rumpfbrecherschrecken ist immer noch, glaube ich, eine 5 bis 10 Euro Karte. In Extended Art Foil wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ist saugute Karte. War damals eine Kontrollkiller-Karte. Also wenn man die als Kontroll gespielt hat, war das eine Killer-Karte. So ist es richtig ausgedrückt. Nicht, dass sie Kontrolle gekillt hat. Ist sie bis heute in ganz, ganz vielen Commander-Decks. Ich bin auch überlegen, ob ich sie im Commander-Deck spielen möchte. Weil, ich spiele nicht so viel Commander, aber wenn, dann Ojutai im Blau-Weiß. Und da kommt der, glaube ich, ganz gut. Necro-Dualität ist ja auch eine sehr gute Karte. Der Arkanist, Puppenspieler aus des Schreckens, habe ich auch gesehen tatsächlich, dass es gespielt wird. Minahaka, davon haben wir noch eine Vollversion, jetzt eine Non-Vollversion gezogen. Das war unser Boxtopper, sicker Boxtopper, Bro. Danke dafür. Falkenraff Vorfahren sagt mir gar nichts. Ah, das ist hier, das ist die hier als Boxtopper. Okay, dann noch ein bisschen. Blacky, du musst ein bisschen durchhalten. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, hier durchzugehen und die ganzen Karten zu sehen. Gewaltige Macht. Und da wirklich noch Dinge euch zu erzählen drüber. Torrent, Faust der Engel, ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Was bist du? Du hast ein weirdes Artwork. Sick. Kopfloser Reiter. Den habe ich neulich tatsächlich aus einem Booster gezogen. Und zwar aus einem Promopack. Dementsprechend, ja, ist eine ganz coole Karte. Ist eine ganz coole Karte. Aber auch nicht die Welt. Ich verstehe manchmal die Editionen nicht. Und das geht bei Blutroter Bund tatsächlich, geht es ganz, ganz vielen so. Normalerweise, wenn ich eine Edition nicht verstehe, dann versteht irgendjemand anders diese Edition und findet sie super und großartig. Ich kenne niemanden, der sagt, Blutroter Bund, geiles Set, hätte ich gern nochmal. Da ist nochmal die Vorfahren, haben jetzt alle 3 Versionen gesehen. Kenne ich niemanden. Retter von Oldenbridge, der war tatsächlich sogar was ganz cool, dass man damit Karten ins Spiel exilieren kann. Torrens, Faust der Engel. Wie gesagt, kenne ich niemanden, wenn ihr jemanden kennt. Es wird bestimmt jetzt irgendeiner in die Kommentare schreiben, wenn überhaupt noch jemand so lange zuguckt. Das ist ja immer die Frage. Normalerweise hören die Leute ja so nach 5 bis 10 Minuten auf zu gucken. Und ja, dementsprechend versucht man ja, das zu erreichen. Ich bin jetzt schon drüber. Trotzdem, irgendein Troll wird es reintippen. So, Mimimi, ich finde das ja total toll. Ich hätte gern mehr davon. Gehe ich ganz, ganz stark von aus. Ich kenne euch doch. Insel, dämonischer Handel, Sehnensturm. Nochmal so eine Durchsuchung des Grafen. Eine Halana und Elena, Partner. Und Nachahmer. Sagt mir nichts. Ja, das war Blutroter Bund, meine Freunde. Vielen, vielen Dank nochmal an den lieben Liplap, dass ich das hier aufmachen durfte. Collector Displays, auch wenn es Blutroter Bund ist, sind für mich wirklich was Besonderes und eine Seltenheit. Und auch wenn ich da so ein bisschen durchjage in letzter Zeit, das liegt daran, dass ich ganz, ganz oft das Feedback bekommen habe, so, Blacky, du guckst dir zu lange die Karten an, wir wollen keine 30 Minuten Openings von einem Collector Display haben. Jetzt bin ich 2, 4, 5 Mal durchgerannt. Ich hoffe, das war okay.
Wenn ich schreibe es mir in die Kommentare. Wenn ihr längere Openings sehen wollt, wo ich auf Karten sehr viel mehr eingehe, sie auch vorlese und so weiter und so fort, schaut dienstags oder donnerstags meine Booster-Openings. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei guten Liplab 1 vorbei. Steht unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, cooler Dude. Kann ich nur empfehlen. Ist ein super, 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 super netter Mensch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao.